Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Goose Goose Duck. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und vergesst nicht, die Kanäle der anderen zu besuchen. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Ich könnte jetzt als Mechaniker einfach in den Posterraum gehen und sagen, komm, bringt mich um. So, Signal wird gesendet. Die Quest ist eh eine Beschäftigungstask. Warum sage ich eigentlich Quest dazu? Verstehe ich selber gerade nicht. Die Mechanikerente ist meiner Meinung nach auch nicht so praktisch. Vor allem, wenn da immer so ein Pall kommt und sagt, er hat gewendet, der gewendet. Der muss böse sein, weil er gewendet hat. Weißt du was? Ich nutze den Wendt jetzt. Akaya, du darfst mir erklären, warum du gekillt hast. Ich habe gesehen, wie du ihn noch gekillt hast, weil ich genau eine Sekunde später aus dem Band kam. Das ist nur Lüge. Ich bin Mechaniker. Der Assassin kann mich ruhig umbringen. Du war ebenfalls im Band. Der Assassin kann mich jetzt ruhig umbringen, aber ich habe gesehen, dass Akaya gekillt hat und Paul kam gerade von unten. Wo sind wir denn gerade? Welchen Band? Und Blue ist vor meinen Augen gewendet. Im Übrigen, Rec Room, genau vom Button ungefähr. Also zwischen Button und dem Billardtisch. Also ich kam da gerade aus dem Band und hab den Kill live gesehen. Also entweder war Blue Mechaniker, weil er kam ebenfalls aus dem Band. Ich bin oder Mechaniker. Also entweder war Blue Mechaniker oder du. Ich sag das jetzt extra, damit wenn der Assassin mich jetzt umbringt, dann habt ihr den Beweis, dass ich nämlich nicht lüge. Oder Akaya denkt sich gerade irgendwas aus, um seinen Arsch zu retten. Ich habe weil da ist eine schwarze Ente in schwarzer Kleidung nach oben gerannt. Und Blue kam aber auch. Blue ist vor mir in den Vent rein und wieder raus. Ja, und ich kam eine Sekunde nach dem Kill aus dem Vent raus. Pech gehabt. Hört sich für mich nach einem Skip an. Ich meine, wenn wir beide rausvoten, haben wir rein theoretisch einen sich heraus, oder? Und ich kann auf jeden Fall auf die Leiche zu laufen sehen. Ja, ich wollte noch sicher gehen, ob das Yannick oder Akaya ist. Ja. Deswegen bin ich noch kurz nach oben gegangen. Ich schon wieder als erstes tot. Ja, wie gesagt, es kann genauso gut auch Shining Imposter sein und er sagt ich meine, wenn wir beide rausvoten. Wie gesagt, ich bin Mechaniker. Ich kann auch gern gleich vor irgendwem wenden, auch wenn das eigentlich nichts aussagt, weil er es in der Böse auch kann. Du bist halt auch vor mir gewendet. Risky. Ich weiß nicht. Ich bin fürs Skype. Ich weiß, dass Akaya böse ist. Ich kann ja jetzt die ganze Zeit mit dem rumlaufen. Wenn ihr seht, ich bin tot, habt ihr nochmal einen Beweis. Oder er ist raus, dann kann ich's nicht mehr. Aua. Au. Also ich hab den Killer live gesehen. Shining kann genauso gut Imposter sein. Ich hätte das geskippt. Ja, Wenden ist halt kein Beweis. Ja, also. Ich hab auch aggressiv. Oh, ich bin der den Scheiß hier anmacht. Okay, nutze ich direkt den Anfang dafür. Ich muss zum Glück auch hier keine Eier machen. Heute gibt's kein gekochtes Ei. Ich zeige auf jeden Fall jetzt erstmal irgendwen, dass ich auch wirklich wenden kann. Sonst glaubt mir das am Ende keiner. Ich wollte nur zeigen, dass ich wenden kann. Dass ich damit nicht gelogen habe. Sven hat gerade vor mir Yannick umgebracht. Was? Wer? Was? Sven hat gerade Yannick vor mir umgebracht, weil er auch mal gerade die Kisten auf der Luft hat. Shining, kann nicht, kann nicht. Kann Shining, nicht. Oh. Ich bin nach da oben gewendet, hier zu Ponchhaus, bin nach unten gegangen, Yannick war die Kisten am Auflufen und Sven hat ihn umgebracht. Kann Shining, natürlich auch ein Morpher gewesen sein, weil Aurafin war auch in der Nähe. Shining, darf ich mich mal eben erklären? Ich bin in Rec Room. Du bist an mir vorbeigewendet. Du hast zweimal bist du durch die Brücke, also durch Bridge bist du gewendet. Ja, ich wollte nur beweisen, dass ich hier wirklich wenden kann.
Ja, ja, aber du hast eigentlich gesehen, dass ich an der Task dran war. Du bist, wo du zurückgewertet bist, da ja, das, ich will ja damit nur sagen, dass es damit auch also, Norfa gewesen sein kann. Ich weiß ja, dass du da unten warst. Ja, warum sagst du, ein Trade war das? Ich will ja nur, ich hab doch direkt darauf gesagt, dass es ein Morpha sein kann. Und hab auch direkt gesagt, Aurafin war rechts. Oh, guck mal, dass du den reportest. Ich wollte gerade sagen, wenn das ein Morpha ist, rennt man denn nicht hinterher und wartet, bis die ausgeklinkt ist? Eigentlich schon. Ich glaube eher, dass Aura hier gerade von rechts gekommen ist und gerade versucht hat, auch vor mir zu flüchten. Er braucht ja nur deine Wand zu hüpfen. Ich bin doch gerade nach rechts gelaufen. Also schwenke ich mir auch aus Norden entgegen. Ich war also ich kann Kerum oder wie der hieß. Also weißt du was? Ich klebe mich jetzt einfach an Sven dran. Man weiß schon, dass ich wenden kann. Ich habe längst bewiesen, was ich bin. Es gibt offenbar keinen Assassin, weil sonst wäre ich schon längst erschossen worden. Ja. Ich skippe jetzt und klebe mich an Sven dran. Wenn dann wieder ein Kill ist, dann wissen wir, das war ein Morpher. Und dann müsste es eigentlich safe Aura sein. Weil der als einziger noch mit da oben war. Ich bin doch nach rechts gelaufen. Ja, kannst du aber trotzdem, wenn du um eine Ecke warst, kannst du dich ja morgen nur wieder zurückkommen. Jo, wahrscheinlich. Sehe ich ja nicht, wenn du dich um die Ecke herum morphst. So, ich klebe mich jetzt wie gesagt an Sven. Sven, wo bist du? Ich hopp mich auch gerne in den Vent, um dich zu suchen. Ach scheiße, ich habe die Fähigkeit noch nicht. Warte mal, vielleicht sehe ich über die Cam, wo der ist. Wenn mal gerade eben irgendwo hier unten. Ich weiß, ich muss auch Task machen, aber ich muss mich hier erstmal an Sven kleben. Okay. Ich klebe mich an Sven. Wir haben gerade, glaube ich, alle zwei Shinings gesehen, ne? Ja. Also mit dem Morpher habe ich euch nicht angelogen. Wer war da jetzt eigentlich noch bei mir? Entschuldigung, ich habe aus Reflex gedrückt. Ich bin noch dabei. Wo wart ihr denn nicht bei Weapons? Also ich und euer zweiter Shining sind da, würde ich sagen. Paul, Rookie, seid ihr immer noch da unten gewesen? Der Rookie war doch vorhin da relativ nah dran und auch hab ich auch zwischendurch gefunden. Wir waren in Rec Room und dann bin ich nach rechts gelaufen und du nach links bis Bridge gegangen und ich bin... Auf jeden Fall können jetzt eigentlich zwei bestätigen, dass ich es nicht gewesen sein kann. Das stimmt. Definitiv. Also ich bin gerade in diesem langen Gang, wo man dort in diesem langen Gang auf jeden Fall läuft. Da bin ich gerade. Und ich habe halt rein gar niemanden gesehen. Ne? Ich glaube, ich habe fast die komplette Action. Shining, wen haben wir kurz davor noch gesehen? War das Rookie? Es könnte also, Rookie gewesen sein. Wie gesagt, mit der schwarzen Ente haben wir auf jeden Fall jetzt einen Bösen raus. Außer da wurde schon der Morph gemacht mit Akaya. Dann tut's mir leid. Also ich habe Shining unten rechts gesehen. Der ist kurz hoch zu mir gelaufen, danach ist er weggelaufen, deshalb weiß ich nicht in welche Richtung. Ja, ich habe Sven verzweifelt gesucht. Ja, da warst du auch direkt daneben die ganze Zeit, bis er dann umgebracht wurde. Also, wer war jetzt wo? Shining, Gernot und... Shining Sven und... Genau. Bridge. Da waren zwei Shinings, genau. Das ist mehr als ein Beweis, dass ich es nicht gewesen sein ich kann. Ich war... Wie hieß das? Diese ganz rechts, dieser braune Raum? Keine Ahnung, wo hatte ich zwei Aufgaben? Rookie war wo? Der war vorher noch irgendwo in der Nähe. Okay. Ich habe immer noch Aura von vorhin in dem Verdacht, weil der auch da oben in der Nähe. Ich habe mir jetzt ein Alibi. Ich bin momentan in diesem langen Gang. Also ich bin nach rechts gegangen, das kann er bestätigen. Und kurz ich habe gerade mit dieser Wasserspende
Ich kann es definitiv nicht sein. Ich habe gerade bei dieser Wasserstelle die Task gemacht. Hast du nicht gerade eben noch gesagt, du warst rechts eben in den Gang? Ja, ich bin nach rechts gegangen, eher nach links. Nee, der Bridge. Wow. Ja, und der Imposter hat mich auf jeden Fall gewotet. Wie gesagt, es kann bestätigt werden, dass ich es nicht war. Man hat zwei Shinings gesehen. Jetzt weiß jeder, dass ich unschuldig bin. Und Gartenzorn weiß, dass ich unschuldig bin. Ich bleib jetzt bei ihm. Wow, ich hab die mal zum ersten Mal direkt richtig. So, ich laufe jetzt mit ihm zusammen. Er weiß, dass ich unschuldig bin. Und so schnell kann keiner klonen. Er macht gerade die Task. Ich muss dringend meine Task jetzt mal machen. Ich hänge da so hart hinterher. Hallo? Oh. Ist ja gestorben, nee, ne? Nee. Sieht alles gesund aus. Nein, alle sind gesund. Du hast gerade nur den Kekoda noch mal resettet. Ich wollte den auch nochmal suchen. Der ist bei Rekko. Hey. Rekko, bitte. Ich hab ne Frage. Wir können ja gerne proven und Shining jetzt. Weil Shining. Man weiß doch, dass ich unschuldig bin. Ja, man hat zwei Shinings gesehen. Ja, das sag ich doch gerade. Man kann dich proven und Gernot. Wenn Akaya raus ist, haben wir rein theoretisch nur noch einen drin. Gernot und ich haben gecrossed. Erst nach links, ich nach rechts. Danach ist der Kill gefallen. Bin ich auch raus. Können Braun oder Lila oder Rookie sich. Naja, irgendwie für mich sieht das eher so wie ein Pink aus. Ist mit einer neutralen Rolle. Was ich halt einfach gerade dauerhaft mache, ist, bin immer einfach am Rumlaufen, um Leichen zu suchen, falls irgendwo jemand was ist, weil ich habe halt meine kompletten Tasks schon fertig. Ich hänge ein bisschen hinterher. Ich habe ein bisschen schon lange in den Vents abgehängt. Ja, ich meine, aber beim Kill war da irgendjemand von euch zusammen. Der Gartenzaun war bei mir. Ja. Und irgendein anderer noch. Ich bin immer alleine, von daher, also ich hab nie Personen um mich herum. Im Übrigen, lieber Gartenzaun, ich bin nur in den Vent gehüpft, um zu gucken, vielleicht sehe ich ja über den Vent, dass gerade irgendwer was anstellt. Ja, deswegen bist du mir abgehauen. Ich hab ja versucht, Flo, dich und den Inquisitor mal in dunkle Ecke zu kriegen, also einen von euch beiden, damit ihr mal die Möglichkeit habt, mich zu killen, aber irgendwie. Ja, dann hätte uns auch nichts gebracht. Ja. Nee, das ist ja wirklich scheinbar. Ich war ja mit Inquisitor mit Aura. Nee. Schade. Also ich habe Aura im Verdacht wegen gerade eben oben, aber wie gesagt, Morpher muss nicht unbedingt sein, dass es Aura war. Aber, ich kann es gar nicht sagen. Es ist safe Morpher drin, Leute. Man hat, wie gesagt, zwei Shinings gesehen. Ich bin doch Proof, weil ich rechts bin und gehe nach links und direkt danach ist der Kill gefallen. Und dann entweder wahrscheinlich ist noch ein Vulture drin, kein Falke, ne? Dodo glaube ich auch nicht so wirklich. Ich glaube nicht, dass ein Fake oder sowas noch drin ist, weil sonst fallen es viel zu wenig Kills. Ich glaube, ja, Vulture wäre dann schon längst ein Kill gefallen. Ja, deswegen sag ich ja Vulture. Ich laufe jetzt extra mit Gartenzorn rum. Muss aber jetzt auch mal meine Task machen.
Inquisitor. Ist der Morpher. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, diese Runde ist der beste Mechanik-Enten, ganz Einsatz, den ich je gesehen habe. Er hat gerade irgendwen umgebracht vor meiner Nase als Palbanter, dann bin ich dem Morphling hinterhergerannt und dann war da nur noch Inquisitor, von daher gehe ich stark von Inquisitor aus. Das kann nicht sein, der Palbanter ist da oben gerade und ich stand in der Küche. Nee, ich hab gerade reported. Nur Witzkeks. Ich wollte gerade sagen, ja, Palbanter ist nach oben gerade. Du warst ja Palbanter, als du nach oben gerannt bist. Ich will jetzt nur eine Sache endlich geklärt haben. Oder, Wir wissen ja jetzt, dass er der ist, kann es nur noch Aura sein. Also Inquisitor oder Aura, die beiden haben wir noch. Ich war oben rechts. Ich will jetzt nur wissen. Wir wissen ja jetzt, dass Inquisitor, also Technik, der Morpher war. Hast du als Yannick oder Arkaya wirklich den Kill da gemacht? Oder war das Arkaya oder Yannick selbst? Ich bin kein Morpher, ich hab gerade eben meine letzte Quest erledigt. Und Junge, wir wissen es alle. Ich kann garantieren, ich bin dem Morpher hinterhergegangen und da bin ich Inquisitor dann begegnet. Also... Wenn er es nicht war, dann ist es Aura wahrscheinlich, aber eigentlich müsste er es sein. Ja, so oder so können wir ja danach den Button smashen. Dann ist es Gartenzorn. Ich sein, wollte gerade sagen, ich war gar nicht daneben. Gartenzorn war dabei, als den Doppel-Shining auftaucht, deswegen gammel ich ja die ganze Zeit bei ihm. Okay. Kann nicht schlecht sein, ich kann mich nicht doppelt verwandeln. So. Wirklich, eine Doppelverwandlung geht nicht. Es kann nicht zwei Gartenzäune und zwei Shinings gleichzeitig geben. Das wäre irgendwie lustig. Das macht mir Angst. Mach ruhig, will ich damit sagen. Komm, mach doch! Ich hab zur Zeit mal über den Fittigen live gesehen! Aura, ich wusste es die ganze Zeit! Ich? Okay. Könnte auch einfach Morph sein, aber okay. Imagine, es ist Shining. Und einfach jede Leiche findet. Und einfach jedes Self-Report. Nee, wenn er alleine ist, mit dem Gartenzaun. Warum sollte er morphen? Er denkt sich doch, der gammelt doch kein anderer. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte ich Gernot umbringen? Gernot, wenn jetzt rein theoretisch, der Mörder müsste dich umbringen. Weil du eigentlich eigentlich bist du es nicht. Und Gernot war nah am Kill. Band hat reported. Band hast damit raus. Müsste es Gernot sein. Gernot umzubringen wäre dumm. Es gibt keinen Grund, Gernot umzubringen, weil der danach der nächste Verdacht wäre. Ich habe gesehen, dass Aura vor mir gekillt hat. Also ich war da in dem Event, der Gartenzone hat sogar gesehen, dass ich in dem Event gehüpft bin. Einfach so als Versicherung, so nach dem Motto, kannst du ruhig am Button stehen bleiben. Ich kann also das schon auch. Definitiv nicht. Ich schieb's einfach auf die anderen. Wenn ich jetzt falsch liege, ich will jetzt nicht raus, Flo, weil Shining wurde von, keine Ahnung, 3-4 Leuten. Aber willst du mich rausvoten? Ich habe gerade erklärt, warum ich nicht Gernot kenne. Ja, verstehe ich schon. Aber Shining wurde von mehreren Leuten jetzt als Inno geproved, weil er war ja da, während noch ein zweiter Shining da war und so weiter. Ja, scheiß doch jetzt wohl nicht. Also ich habe halt gesehen, dass Aura gekillt hat. Deswegen vote ich jetzt Aura. Wenn du da jetzt wirklich jetzt Aura verkleidet warst, Paul, dann geht's ja, halt. Stark gespielt, Paul. Ja, danke. Stark gespielt. Danke. Schöne Runde von dir. Ja. Aura, du hast einfach dich zu Paul gemorpht. Und mich dann einfach getötet und ich dachte so, oh mein Gott, das ist der dabei. Beste Mechaniker-Einsatz, den es jemals gab. Und ich war wieder so gut, aber das stirbt man wieder als erstes. Nicht, also. Während du dich gemorpht hast. Wirklich, man kann sagen, was man will. Es gab noch nie einen so guten Mechaniker, der 2 Kills live beobachtet hat. Und dadurch richtige rausbekommen hat. Ja. Aber für mich war es einfach nur so, ja, alles klar, ich kann die Schuld auf jemand anderen schieben, deswegen will ich die jetzt raus, zack. Aber wer war jetzt auch? Akaya, du warst falsch. Hattest du ein extrem hattest du den war Blue ein Imposter und hast einen Imposter ausgenommen? Ich hab mir genau rausgesucht, wen ich morph. Dann hab ich mir auch genau überlegt, wann ich den Kill nehme. Ich hab unten genau den Kill genommen, weil ich wusste, Banta kommt von rechts. Das ist die beste Mechaniker-Runde. Du bist da. Ja, das wenn ich Blue nicht rausnehme, nimmt Blue mich raus. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss!